Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tokyo Dark. Ich habe jetzt wirklich einige Tage nicht gespielt, aber ich habe gerade in die letzte Folge geguckt, weil ich nochmal wissen musste, aha, wo sind wir denn da stehen geblieben? Hier waren wir ja schon drin. Wir waren zuletzt beim Sammler tatsächlich. Oh! Ich darf immer noch nicht. Das war echt blöd. Wir waren zuletzt beim Sammler. Das hat man jetzt nicht gesehen. Verdammt, ich habe hier die Bildschirmaufnahme. Ich kann mich halt nicht selber hören wie der Erik. Deswegen muss ich das immer ein bisschen leiser machen, damit ich nicht irgendwie so komisch hier rede. Genau. Wir waren beim Sammler und dann hatten wir zwei Möglichkeiten. Wir sind immer in Akihabara. Wir hatten zwei Möglichkeiten. Entweder nach Kabuchiko. Warte mal, da muss ich mal ganz kurz gucken, wie es hieß. Einen Moment. Leute, seid so wahr. Hä? Ah, warte mal, das hatten wir ja schon in der letzten Folge. Einen Moment, gib mir eine Sekunde. Wir haben es sofort so. Also, Kabukicho. Kabukicho oder nach Kamakura. Da, wo wir waren, da, wo wir Rainer, da, wo wir Rainer auch gesehen haben. Und ja, in den Kommentaren stand jetzt, dass es wohl, ja, wie Rena oder Rainer oder so ausgesprochen wird, aber ich sag einfach mal weiter Rainer. Ich bin mir nämlich immer noch nicht zu 100%ig sicher. Ich muss mal die Melissa fragen, die kennt sich damit aus. Also hier, ne, da ist es ja passiert damals mit der Maske und so. Aber hier müssen wir dann ins Rotlichtviertel, um mehr über Rainer herauszufinden. Und das hier finde ich tatsächlich viel, viel interessanter. Jetzt muss ich halt gucken. Die sind wahrscheinlich nur am Leuchten, weil ich da schon überall war. Deswegen würde ich... Und ich weiß nicht, ob ich mich für eins von beiden entscheiden soll, aber ich würde nach Kabukicho gehen. Und ich hoffe, ich kann trotzdem nochmal nach Kamakura. Und da sind wir. Der Sammler hat eine Talentagentur namens Omega hier in Kabukicho erwähnt, die mit Rainer in Verbindung steht. Ich will jetzt mal wieder reinkommen. Wenn es nicht gerade ein großes Schild gibt, das es annonciert, dann weiß ich mit hohem Grade, Moment, was ich mit hohem Grade bezweifle, muss ich herumfragen, um es zu finden. Es ist noch sehr laut für mich gerade tatsächlich. Warum? Das ist also das Rotlichtviertel, ja. Ansehen. Basierend auf den Drachenmotiven und der allgemeinen Atmosphäre um das Gebäude herum, würde ich vermuten, dass dieser Ort keine normale Bar ist. Wer weiß, wie viele Orte hier die Yakuza ihre Finger im Spiel haben. Gerade in solchen Vierteln wohl, ja, bei wirklich jedem Lokal würde ich vermuten. Oh! Es ist halt für mich hier Targaryen. Es ist halt für mich gerade natürlich auch super interessant, nochmal hier die ganzen Animationen zu sehen oder wie das geht, ne, die ganze Illustration, sagen wir mal so, zu sehen. Weil, man war ja mal da. Shinjuku hat ja auch so ein kleines Rotlichtviertel, ne? Merkst du eigentlich gar nicht. Geht irgendwie ineinander über und ist... Ich fand's halt auch nicht unangenehm. Ich glaube, da gibt es unangenehmere Viertel auf der Welt. Also unangenehmere Rotlichtviertel. Ansehen. Drei Gesichter in Uniform, die ich nicht erkenne. Obwohl ich bezweifle, dass es ihnen schwerfallen wird, mich zu erkennen. So wie sie sich zusammenkauern, sieht es kaum so aus, als würden sie viel Polizeiarbeit machen. Ihnen entgehen wahrscheinlich mehr als nur ein paar Verstöße, aber ich wäre nicht überrascht, wenn jemand ihnen ein bisschen Bargeld zuschiebt, um sie zu ignorieren. Korrupte Bullen. Solche Cops würden mir wahrscheinlich keinen Ärger bereiten und sie werden definitiv nicht mit ihrem Vorgesetzten darüber reden, dass sie mich in Kabukicho gesehen haben. Wir können mit denen reden. Ich gucke erst noch einmal rum, ne? Wir können in den Queen's Club. Und hier ist irgendwas... Hier sind irgendwelche Bauarbeiten. Okay, alles klar. Wir reden mal mit den Polizisten. Hey, Moment mal. Kenne ich Sie nicht? Wen? Mich? Ja, Sie. Es sei denn, Sie verstecken da noch jemanden hinter Ihrem Rücken. Sind Sie nicht der Detective, dessen Gesicht vor ein paar Monaten überall in der Stadt war? Ja, ja, das ist es. Konnte ich Sie vorher nicht erkennen? Hey, Jungs. Hat uns nicht jemand vom Revier vorhin nach ihr gefragt? Vielleicht sollten wir es melden. Moment, Denjiro. Denkst du wirklich, das ist eine gute Idee? Wovon redest du? Ich riskiere meinen Job nicht wegen irgendeinem Niemandsdetektiv. Detektiv. Ja, melde es im Revier und du riskierst vielleicht mehr als deinen Job, wenn du weißt, was ich meine. Rio hat recht. Warum sollten wir unseren Hals riskieren, wenn sie nichts Falsches getan hat? Beurlaubt zu sein bedeutet nicht, dass sie nicht herumlaufen kann, oder? Ich bin da ganz bei dir, Rio.
Ich glaube nicht, dass ich euch daran erinnern muss, was passiert, wenn ihr im Revier jemand auf Falschen auf die Füße tretet. Ruhig liest. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich sage nicht, dass wir sie verhaften, nur, Nur, dass du die Falschen verärgerst, den Jiro. Ich weiß nicht, wie viel der Vater fährt. Das ist der tollste Start einer Aufnahme. Es tut mir leid, ich habe hier ein Tee. Ich weiß nicht, wie viel offensichtlicher ich sein muss, damit du es verstehst. Niemand, nicht einmal der Detective hier, ist es wert, ihren Zorn zu ertragen. Gerade jetzt nicht. Seit dem Mifune-Familiending ist alles nicht mehr so stabil. Ich brauche keine Wiederholung von dem, was Officer Ono passiert ist. An einem Tag noch eine Beförderung vorsehen und dann irgendein anonymer Tipp zum Revier, das Ono auf der Seite ein wenig Dope verkauft. Es gab sogar eine Waffe, die ihn mit dem Tatort in Verbindung bringt. Ich muss gerade gucken, dass ich die ganzen Gesichter hier unterscheide. Eine Waffe, die auf mysteriöse Weise aus der Asservatenkammer verschwunden ist. Glaubst du, die Geschichte stimmt? Spielt das wirklich eine Rolle? Der Punkt ist, es hat hier zu viele Fragen gestellt und jetzt sitzt er im Gefängnis. Ich meine natürlich er, nicht es. Einige Polizisten werden von einer Frau als Geisel genommen. Scheiß drauf. Vielleicht habt ihr recht. Wenn der Typ vom Revier nochmal fragt, können wir sagen, wir haben heute Abend keinen Detective gesehen. Das ist richtig. Wir haben sie nicht gesehen und sie haben definitiv nicht mit uns gesprochen. Verstanden? Ja, ich hab's verstanden. Auf der Straße hier zu sein, ist nicht gerade eine einfache Position, in der man sich befinden kann, was? Sie meinen unten? Tja, gibt es nicht viele Möglichkeiten. Fühlt sich an, als stünde ich immer zwischen dem Revier und den ganzen anderen Scheiße. Ich bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Ehrlich gesagt, Sie lesen Zeitung, nicht wahr, Detective? Sie haben von der Mifune-Familie gehört? Ja, ich bin mir sicher, das hat sie. Ich weiß nicht, wieso ich so eine arrogante Stimme habe, aber ich sehe einfach so aus. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Man weiß nie, wer hier für wen arbeitet. Also hör einfach auf. Hören Sie, Detective, was immer Sie sehen oder was immer Sie denken, was auch immer wir sind oder was hier vor sich geht, es ist nicht einfach wie gute Cops und böse Cops. Merken Sie sich das. Kabukicho ist vielleicht nicht perfekt, aber wir tun unser Bestes, um den Frieden zu wahren. Stimmt's? Richtig. Richtig. Rio sagte, wir geben unser Bestes. Machen Sie uns also keinen Ärger und wir werden den Gefallen erwidern, indem wir das Revier nicht davon in Kenntnis setzen. Hey, die darf doch rumlaufen, wo die will, Mann. Es gibt Gruseligeres als das Revier. So viel ist sicher. Warum gehen Sie nicht weiter, Detective? Ich denke, das werde ich tun. Vielen Dank, Officers. Ich glaube tatsächlich, das ist gerade... Ich will ja auch ein bisschen was vom Hintergrund hören. Aber das irritiert mich schon hart mit dem ganzen Gerede im Hintergrund. So, ansehen. Scheint so, als ob dieser Club ziemlich beliebt ist. Und er hat auch schon viele Kunden. Vielleicht bekomme ich bei Gesprächen mit ein paar Stammkunden heraus, wo ich anfangen soll, nach Omega zu suchen. Club betreten können wir machen, aber ich möchte erstmal mit ihm hier reden. Mit ihm hier. Alles klar, dann müssen wir den Club jetzt betreten, denn ich kann nicht mit dem Typen reden. Coole Animation. Die sich ein bisschen wiederholen, aber trotzdem nette Idee. Was sollen wir hier reden? Ach, wie cool ist das denn? Reden, okay. Sag mal. Ich hatte ja ein bisschen jetzt auf ein paar Boobs gehofft, aber naja. Dann halt nicht. So, warte mal, wer ist das hier? Mit denen konnte ich nicht mit denen hier direkt am Anfang reden? Da mit ihm. Na, der Curry also schon wieder. Hallo, hast du eine Minute Zeit? Boah, wie lange stehst du schon da? Ich bin gerade erst reingekommen. Warum so nervös? Hey, tut mir leid. Vor dir war ein großer, gruseliger Kerl mit einer Narbe da. Er war zwar freundlich, aber mir war etwas unwohl zumute. Hat mich ständig gefragt, was ich hier mache und ob ich mit Freunden irgendwo hingehen und was trinken möchte. Ehrlich gesagt, habe ich ja gerade auf einen guten Moment gewartet, um hier zu verschwinden. Ich denke, du hast die richtige Entscheidung getroffen, indem du hier geblieben bist, wenn du mich fragst.
Hast du schon mal von einer Talentagentur namens Omega gehört? Omega? Nein, noch nie davon gehört. Ich bin eigentlich nie in diesem Teil der Stadt. Eine Freundin eines Freundes hat mich auf ein paar Drinks eingeladen, aber sie ist noch nicht wieder aufgetaucht. Langsam kommt es mir so vor, als wäre ich reingelegt worden. Ach, wie auch immer. Ich habe immer noch etwas Stolz, also werde ich meinen Schwanz nicht einziehen und davonlaufen. Viel Glück bei der Suche nach dieser Agentur oder was auch immer du suchst. Und wenn du den Kerl siehst, den ich erwähnt habe, pass auf. Guten Abend. Wissen Sie etwas über eine Talentagentur namens Omega? Ich hörte, Sie hätten hier Ihren Sitz. Sind Sie wahnsinnig? Hey, es ist ja nicht so, als hätte ich Sie gebeten, mich persönlich dahin zu bringen. Was ist das Problem? Sie wissen doch, wo Sie hier sind, oder? Omega hat sich mit einigen Leuten angelegt. Denselben, denen dieser Club gehört. Und sie verloren. Die Mifune-Übernahme hat schon eine ganze Menge Leute das Leben gekostet. Und ich habe nicht vor, der Nächste zu sein. Ich bin mir nicht sicher, für wen Sie arbeiten, aber Sie kommen gerade in einer heiklen Zeit. Wenn ich Sie wäre, würde ich umdrehen und durch die Tür gehen. Verdammt, sie hat ihn wahrscheinlich auch getötet. Wen getötet? Ihn, Sie wissen schon, Higashi, der Besitzer von Omega. Jeder wusste, dass er und seine Familie Mifune ein kleines Vermögen schuldete. Man sagt auf der Straße, dass es einen kleinen Frühjahrsputz mit irgendwelchen untreuen Käfern gegeben hat. Muss ich es Ihnen noch buchstabieren? Gut, ich habe schon zu viel geredet. Sie sollten auch aufhören nachzufragen. Man weiß nie, wer zuhört. Okay. So, ich kann doch mal mit denen reden. Ach nee, das ist der, okay. Hä? Achso, das ist das gleiche. Moment, das ist das gleiche, das hatten wir schon. Das war jetzt der Curry, aber das... Okay, ich bin verwirrt. Mit ihm kann ich nicht reden, aber jetzt hier mit dem Aktenkoffer, Mensch. Na, wusste ich doch. Warte, ich stelle mich mal hier hin. Hey, kann ich dir etwas fragen? Es geht um eine Talentagentur namens Omega. Wissen Sie etwas davon? In Ordnung, ich sehe das mal als ein Nein an. Kann ich dann auch mit den anderen da vorne reden? Das ging nicht, ne? Auch nicht, wenn ich jetzt hier hingehe. Ah, guck mal, Bobby gemein. Kann ich dich etwas fragen? Ja, sicher, du brauchst meine Erlaubnis nicht. Hast du von einer Agentur namens Omega gehört? Omega? Nein, da klingelt nichts. Warum? Was hast du damit zu tun? Ich suche ein vermisstes Mädchen. Vermisst was? War sie Ausländerin? Hat sie für einen Nachtclub gearbeitet? Vielleicht für ein paar andere Typen vom Club gearbeitet? Ich kann mich nicht erinnern, deine Meinung zu dem Mädchen gefragt zu haben. Nur ob die Agentur Bescheid wusste. So oder so, die Antwort ist dieselbe. Ich kenne kein Omega und du wirst sie wahrscheinlich auch nicht finden. Selbst wenn. Mädchen gehen hier ständig verloren, wenn du mich verstehst. Willst du vielleicht etwas genauer sein? Nein, will ich nicht. Glaube nicht, dass du zart beseitete damit umgehen kannst. Sagen wir einfach, nicht jeder ist so nett zu den Damen an diesem Ort wie ich und belassen wir es dabei. Stell noch ein paar solcher Fragen und schon endet man in Schwierigkeiten. Wenn du also Hilfe brauchst, frag jemand anderen. Kann ich sie nämlich auch fragen? Ah, ihn! Oh, Entschuldigung. Ihn meine ich natürlich. Hoppala. Kann ich dich was fragen? Wow. Ich habe nichts gesagt. Sie sind Polizistin, oder? Nein, du verstehst mich falsch. Ich suche eine Talentagentur namens Omega. Warum dachtest du, ich wäre Polizistin? Puh, so viele Fragen stellt nur die Polizei. Nun, das und dein Kostüm hat mich das glauben lassen. Du solltest vorsichtig sein, wenn du so herumläufst. Oh, ich hab's. Du bist eine Art Performer, oder? Warum suchst du nach Omega? Omega ist eine Wäscherei. Du bekommst keine Arbeit von ihm. Keine Sorge, Süße. Zufälligerweise arbeite ich für eine der besten Agenturen der Stadt. Wir verarbeiten alle Arten. Models, Darsteller, Schauspieler, was du willst. Auch eine Reife. Auch eine reife Frau wie du findest problemlos Arbeit. Wenn es dir recht ist, im Kostüm zu bleiben. Ein Glückstag. So ist es richtig. Trink was mit mir, Schätzchen. Ich bin nicht zur Anmeldung. Ich bin sicher, dass ich in kürzester Zeit für dich Arbeit finden kann. Wie gesagt, ich suche Omega.
Ein Freund von mir hat sie mir empfohlen. Also wäre es unhöflich, nicht wenigstens mit ihnen zu sprechen, oder? Wenn du mich fragst, dein Freund hat keinen Geschmack. Du solltest deine Zeit nicht mit diesen Verlierern verschwenden. Seit Monaten hat niemand mehr die Jungs gesehen. Ich hörte auf der Straße, dass sie ein bisschen Schulden bei den falschen Leuten gehabt haben. Wenn du verstehst, was ich meine. Gemacht haben, Entschuldigung. Das hast du jedenfalls nicht von mir gehört. Du weißt, wie ich bin. Du weißt, wo ich bin, wenn du eine echte Chance haben willst, Baby. Ich dachte jetzt, weil der so versteckt war, wäre das die letzte Person, mit der ich rede. Omega ist also eine Wäscherei. Gunther? Oh Gott, okay. Ich weiß noch nicht, diese Stimmen, ne? Das ist alles so komisch immer. Hey, kennst du diese Gegend? Was? Ich habe eine Frage zu... Was? Sprich lauter! Ich kann dich nicht hören! Der Lautsprecher steht direkt da! Du musst lauter reden! Ich suche nach einer Agentur! Du suchst nach einer Uhr? Nein, einer... Du bist was? Ich suche nach Informationen über die Omega-Talentagentur, weißt du... Wow. Was solltest du hier nicht schreien? Entschuldigen Sie, Fräulein. Wir haben gehofft, dass Sie sich mit uns, dass Sie uns nebenan Gesellschaft leisten. Betrachten Sie es als eine Einladung zu etwas Besonderem. Außerdem ist es ein viel schönerer Ort als diese Müllhalde. Von daher, ich weiß nicht, was für eine Stimme ich Ihnen gegeben habe. Ja, wir würden Sie sogar gern begleiten. Wer seid ihr? Für wen halten Sie uns? Wir sind nur Geschäftsleute, die ihrem Geschäft nachgehen. Gleich kommen wir mit. Gute Antwort. Folgen Sie uns. Ich muss brechen. Oha. Ich hoffe übrigens, ich höre mich nicht allzu nasal an. Ich habe einen Schnuppen. Ich habe in dem Halskasten jetzt einen blöden Schnuppen. Und hoffe, man hört das nicht. Deswegen kann wieder sein, dass ich ein paar Pausen mache. Aber davon werdet ihr, wie gesagt, ja gar nichts merken. Willkommen. Komm herein. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Kazumi Mifune. Ich weiß es zu schätzen, dass du zum Reden gekommen bist. Deine Gangster haben mir keine andere Wahl gelassen. Was denkst du dir dabei, mich einen Gangster zu nennen? Wir sind Geschäftsleute, verstanden? Entschuldigung. Oh, ich verstehe schon. Aber denk nicht, dass das Tragen eines Anzugs euch weniger zu Gangstern macht. Sag noch ein Wort, du Bullenschlampe. Genug. Du sagst noch ein Wort und ich bringe dich dazu, dir zu wünschen, du hättest das nicht getan. Und jetzt raus hier. Alle beide. Ja, Boss. Ich entschuldige mich. Die Qualität der Helfer, die man heutzutage finden kann, entspricht nicht mehr ganz dem Standard wie zu der Zeit meines Vaters. Wilde Hunde mögen schwer zu trainieren sein, aber sie lernen. Auch wenn ich es in sie hineinprügeln muss. Setz dich doch. Entspann dich. Möchtest du einen Drink? Die sieht ja cool aus. Cosplay und so? Ja, komm. Whisky auf Eis. Ich weiß, das zieht uns Punkte ab, aber komm. Bring dir ein Glas. Und für mich auch eins. Warum überspringen wir nicht den Smalltalk und du sagst mir, warum ich hier bin? Dazu kommen wir gleich. Du bist eine Frau, die nicht gern Zeit vergeudet. Gut. Wie der Zufall so will, ich auch nicht. Kommen wir gleich zur Sache. Vor kurzem kamen ein paar Männer nach unten gerannt, um mir zu sagen, dass du, eine Polizistin, an meiner Bar vorbeigelaufen bist und in einer meiner Nachtclubs gegangen bist. Dann hörte ich, dass du herumgeschnüffelt hast und nach meiner Investition gefragt hast. Investitionen? Du meinst Omega. Kluges Mädchen. Sag mir, Ayami Ito, wie kommt es, dass eine Polizistin so präzise Fragen stellt? Und noch ungewöhnlicher. Nicht bloß irgendeine Polizistin, sondern eine, die öffentlich beschämt und beurlaubt wurde. Eine beschämte Polizistin, die eine Vorgeschichte hat? Ah ja, eine Reihe von psychotischen Schüben. Woher weißt du das alles? Wir haben alle Freunde, Detective Ito. Und wenn Detectives in meinem Teil der Stadt herumirren, erzählen mir meine Freunde alles, was ich wissen will. Ehrlich? So verrückt erscheinst du mir gar nicht.
Und warum du hinter Omega her bist, sagen wir mal, du hast mein Interesse geweckt. Entschuldige, sieh uns an. Du sagtest kein Smalltalk und wir schweifen schon wieder ab. Gehen wir zurück auf Kurs, ja? Da du nicht offiziell hier bist, könnte man sagen, dass niemand weiß, dass du hier bist. Richtig? Nein, ich nehme an, das weiß keiner. An deiner Stelle hätte ich wohl versucht zu lügen. Aber ich weiß deine Ehrlichkeit wirklich zu schätzen. Es war sowieso eine rein rhetorische Frage. Ich weiß genau, dass niemand hinter dir her ist. Komisch. Du kommst mir nicht wie ein Dummkopf vor und trotzdem betrittst du freiwillig eine Schlangengrube. Wenn dir etwas an den Kopf auf deinen Schultern liegen würde, würdest du sicher nicht so was Rücksichtsloses tun, hm? Du kannst die Bedrohungen überspringen. Wenn du mir etwas antun wolltest, hättest du es schon längst getan. Außerdem bist du nicht klug genug, eine Polizistin nicht zu verletzen. Nicht mal einer in meiner Position. Gut, ich mag dich. Angesichts deines empfindlichen Verhaltens bezweifle ich, dass du in einer meiner Konkurrenten arbeitest und definitiv nicht wegen deinen Polizeifreunden hier bist. Okay, ich gebe auf. Ich muss es wissen. Was genau möchtest du über Omega wissen? Ich suche dieses Mädchen. Ihr Name ist Rainer. Mir wurde gesagt, dass sie irgendwas mit der Agentur zu tun hat. Ich will wissen, was mit ihr passiert ist. Wie edel von dir. Das herauszufinden könnte ein bisschen schwierig sein, denn ich fürchte, Omega ist eine extrem neue Akquisition. What? Um weiter zurückzugehen, musst du mit einer der Vorsitzenden und ehemaligen Besitzern sprechen. Einem Mann namens Aichi Higashi. Wie es der Zufall so will, sind wir damit schon zwei, die mit ihm reden wollen. Wir beide ähneln uns sehr. Als er uns das Geschäft übergab, wurde er leider ein bisschen, wie soll ich es sagen, vergesslich, was seine ausstehenden Schulden bei uns angeht. Das arme Ding hat solche Angst vor mir, dass er alle meine Anrufe ignoriert und denkt, ich würde ihm etwas Schreckliches antun, wenn ich ihn finde. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er auf diese Idee kommt. Du etwa? Vielleicht redet er lieber mit einer Polizistin als mit mir? Ich bin kein Anfänger. Ich weiß, wie das läuft. Wo ist der Haken? Du würdest mir ohne Gegenleistung nie verraten, wo er ist. Natürlich nicht. Du musst erst beweisen, dass man dir vertrauen kann. Es gibt noch jemanden, mit dem du reden musst. Ein etwas einfacheres Ziel als Higashi. Ziemlich guter Deal, was? Alles, was du suchst, im Tausch gegen einen kleinen Job. Okay. Ich werde nie für dich arbeiten. Nur ein Job, richtig? Mach es nicht schwerer, als es schon sein muss. Du wirst mir sowieso irgendwann zustimmen. Warum also dagegen ankämpfen? Ich weiß eine Menge über dich. Du warst die Beste in deiner Klasse und einer der besten Detectives der Truppe. Du würdest nicht zulassen, dass so etwas Ärgerliches wie die Moral guten Informationen im Weg steht, oder? Ich habe auch von dir gehört, Kazumi Mifune. Genau gesagt, ich habe viel von deinem Vater gehört. Solltest du auch. Es ist nicht überraschend, dass du mehr über ihn weißt als mich. Das wird sich früh genug ändern. Ich werde nicht mehr lange eine Fußnote in seiner Geschichte sein. Mein Vater hat die Macht der Information immer unterbewertet. Aber ich lerne die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wirklich kennen. Dich zum Beispiel. Alles, was du getan hast, malt das Bild von jemandem, der sehr entschlossen und sehr verzweifelt ist, dein Mädchen zu finden. Lass dir nicht von Leuten etwas anderes sagen, Detective. Ich denke, diese Eigenschaften sind eine wunderbare Kombination. Es bedeutet aber auch, dass du im Moment nicht viel Verhandlungsmacht hast. Wenn du nicht mit mir arbeiten willst, ist das in Ordnung. Du kannst nach Hause gehen und dir ruhig eine Überdosis von dem holen, was auch immer du für Medikamente nimmst. Außerdem könnte ich deine Frage einfach ablehnen, aber das wäre so langweilig. Wir brauchen beide etwas, also helfen wir uns doch einfach gegenseitig. Mach den Job, um den ich dich bitte, und ich sag dir, was ich über den kleinen Higashi weiß.
Wie ich schon sagte, neben ihm gibt es in Akihabara eine weitere Geschäftsinhaberin, die leider auch etwas mit den Zahlungen im Rückstand ist. Eine Schande aber auch. Ich wollte wirklich eine direkte Beziehung mit ihr aufbauen. Ich helfe bei ein paar Dingen und im Gegenzug wirft sie ein wenig von ihrem Geschäft ab. Manchmal schicken wir neue Verträge, um die Bedingungen unserer für beide Seiten vorteilhaften Beziehung neu zu verhandeln. Leider hat sie es versäumt, die nächste zu unterzeichnen. Ich bin ein Cop. Kein Yakuza-Schuldeneintreiber. Mach es doch einfach selbst. Suspendierter Cop. Du kannst deine Marke nicht mehr als Beweis dafür nutzen, ein weißer Ritter zu sein. Aufgrund des kürzlich erfolgten, Machtübergangs, kann ich es gerade nicht selbst tun. Die Hunde in den Tokyo Police Headquarters hecheln, wenn ich nicht einer meiner Männer außerhalb von Kabukicho gesehen werden. Ich bitte dich nicht darum, jemanden in den Kopf zu schießen. Ich bitte dich nur, sie freundlich daran zu erinnern, dass sie mit ihrem Papierkram auf den Laufenden bleibt. Ganz einfach, oder? Hier, nimm es. Tu es für mich. Und ich fühle mich wohler, wenn ich Informationen über Omega weitergebe. Außerdem möchte ich dich daran erinnern, dass es bei deiner bevorstehenden Überprüfung unpassend wäre, wenn herauskommen würde, dass du dich mit Yakuza getroffen hast, oder? Erpressung, was? Das ist so ein hässliches Wort. Und ich dachte, wir wären Freunde. Naja, dann eben nicht. Ich beschreibe nur die Fakten der Situation. Das ist alles. Ihr Geschäft ist ein Katzencafé in Akihabara. Katzencafé. Kasu kann dir die Adresse auf dem Weg nach draußen geben. Warte, ein Katzencafé? Oder? Oder was? Ein Katzencafé. Was sollte es sonst sein? Naja, ein Katzencafé oder ein Hausmädchencafé für Katzen. Was? Reden wir über Katzen oder Leute, die wie Katzen gekleidet sind, weil... Ein verdammtes Katzencafé. Echte Katzen. Hinreißende, plüschige, kostbare Katzen. Warum zum Teufel sollte ich so ein blödes Dienstmädchencafé investieren? Katzen. Normale Katzen. Ach, verdammt. Jetzt bin ich wieder ganz aufgeregt. Sorg dafür, dass sie den gottverdammten Vertrag unterzeichnen und wir reden weiter.